Ich denke, die frohe Botschaft ist, dass der Mensch nicht leiden muss, um zu lernen. Mhm. So, wir können ja in die Vergangenheit gucken. Es gab so viele traumatische Ereignisse. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, alles, was damit einherging, das war sehr traumatisch. Sind die entsprechenden Menschen jetzt danach erleuchteter? Haben sie von der Vergangenheit gelernt? Mhm. Machen wir dieselben Fehler von vorher nicht? Durchschauen wir dank dieser Traumas, durchschauen wir jetzt die Spaltung und sagen, wir überwinden die Spaltung. Nein, eigentlich Spaltung wird dadurch nur verschärft. Natürlich lernen wir durch Erfahrungen, natürlich lernen wir auch durch Misserfolge und Fehler, das ist schon klar. Aber das ist auch natürlich. Ein Weltkrieg und Bomben und Diktatur und Faschismus, das ist nicht einfach nur ein Fehler. Das ist viel mehr als nur ein Fehler. Mhm. So, und das sind traumatische Übergriffe, wo die Menschenwürde einfach verletzt wird und die Menschen letztlich nur traumatisiert sind. So, es ist nicht wirklich das der Weg der Erkenntnis, sonst müssten wir schon ziemlich erleuchtet sein. Mhm. Aber irgendwie sind wir es nicht wegen diesen Dingen. So hat uns dieses Leiden nicht wirklich vorangebracht. So, was uns wirklich voranbringt, ist das Lernen. Was uns wirklich voranbringt, ist das Erkennen der Zeichen. Die subjektiven Erfahrungen. Das ist klar, das Lernen ist immer subjektiv, das kann uns niemand abnehmen. Mhm. Aber es gibt so viele Zeichen, die darauf hinweisen. Es gibt ja genug Traumatisierungen in dieser Welt, das muss man nicht selber jetzt auch noch erleben. Man könnte einfach sagen, so nicht.